Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch auf, wie heißt, Mirage. Er hat gerade eben sein Mate einfach in den Arm, also es ist Warm-Up. Es ist Warm-Up. Beruhigt euch, es ist nur die Warm-Up-Runde, Leute. Aber trotzdem vielleicht, aha. Aha, Monsieur. Ich will jetzt nicht im Vorfeld schon sagen, dass er irgendwas anhat, aber ich glaube, er hat schon irgendwas. Wir warten mal noch ein bisschen ab. Ja, willkommen zum heutigen Video. Um 18 Uhr heute, also eigentlich ab jetzt, das Video kommt ja erst um 18 Uhr, ist Livestream. Da wird dann wieder dick gehustelt, Counter-Strike und vielleicht eben hier Epic Battle Simulator. Ein paar Wetten auf die, wer wohl gewinnt und sowas, ne? Vielleicht zeige ich euch auch noch kurz No Man's Sky, wenn wir noch Zeit haben. Aber ja, wir werden natürlich wie immer mit Counter-Strike beginnen. Das wird ein Spaß. Also 18 Uhr, merkt es euch. Wir sind dann jetzt schon online. Jetzt! Ich schreibe es auch wie immer auf in die Steam-Gruppe, auf Twitter und auf... Gerade eben hat er, also er pre-fired halt echt haarig, oder? Also der, ich kann jetzt nicht zurückspulen, aber der eine, der war wirklich noch nicht mal da und der ging auch wieder zurück. Er war nicht zu sehen, er hat schon gepre-fired. Also ich will nichts behaupten, aber ich behaupte, das ist schon so ein bisschen der Warlhack am Start. Wir gucken mal. Vielleicht auch Ultra das Gehör. Ist der gerannt? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass er es auf Gehör gespielt hat. Naja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja, wie gesagt, Livestream ist jetzt gleich am Wursten, also jetzt direkt. Kommt rein, der Link ist in der Videobeschreibung. Ich habe ihn ganz oben hingeschrieben, wenn ich es nicht vergessen habe. Und da stehen auch nochmal generell die Livestream-Zeiten, falls ihr sie mal wieder vergessen solltet oder sowas. Ihr fragt öfter mal danach und ich weiß dann gar nicht, ob ihr das ernst meint oder nicht. Es wird dann in Videos gefragt, wo ich sage, wann gestreamt wird und dann, das ist sicherlich nur Scherz. Das kann nur ein Scherz sein, ne? Okay. Es ist jetzt die erste Runde? Ja, ne? Ist die erste Runde, ist die, oder? Ist das schon die erste? Ja, ist die erste Runde. Sein Aiming ist natürlich echt Kraut und Rüben, oder? Würde ich mal so behaupten. Er ist ganz alleine, rennt Richtung B, um sich zu retten. Mal gucken, ob er sich jetzt in der... Also, solche Positionen sind natürlich für einen Warlock dann sehr schön, ne? Wenn er so da steht. Gerade sowas, weil er weiß, wann sie kommen. Er weiß, wo sie stehen, er kann schon mal pre-aimen. Er hat die ganze Zeit nicht geguckt. Sondern erst dann, in dem Moment, wo der eine runtergesprungen ist. Also ich würde sagen, er hat zu 100% einen Wallhack am Start. Er weiß, wo sie stehen. Und das ist schon echt der kleine Schweinerei natürlich, ne, klar. Aber ja, mehr ist da scheinbar nicht drin. Also Aim Assist wirkt sich hier nicht aus. Nur der Wallhack. Jetzt gucken wir mal, was er... Oh, du schießt doch jetzt nicht... Was ein Pisser, oder? Sowas macht man wirklich... Also ich meine, das ist ja wohl... Ab diesem Moment... Guck mal, wie er sich... Habt ihr gesehen, wie der Gegner sich umgedreht hat? So... Dude. Also ab dem Moment ist eigentlich doch für jeden klar, das ist nicht normal. Ne? Da, also er weiß doch auch wieder ganz sicher, dass sein Account weg ist. Ja, als wenn er eh nicht gesehen hätte. Er so hoch auf Short ist auch... Ach mein Gott, das habe ich ja gar nicht gesehen. Na, laber nicht, du Affe. Guck mal, er weiß natürlich auch, dass er da hinten rumhoppelt. Gut, den hat man vielleicht auch noch an der Kante gesehen. Aber ja, Warlock ist schon mal komplett fest. Da gibt's gar nicht mehr, da ist nicht mehr dran zu rütteln. Der Wal hackt, auf jeden Fall. Oh, Schissel. Ja, wie immer natürlich auch vielen Dank an euch für die ganzen Daumen. Sehr geil. Dankeschön, Dankeschön. Durch euch werden die Videos schon hochgerenkelt. Oh, guck mal. Da hinten bleiben jetzt vier einfach stehen am T-Spawn, weil sie die Schnauze voll haben wahrscheinlich. Okay, die haben Teamkiller unter sich, alles klar. Oder glaubt ihr, der war einfach nur gegen die Vote des Aufgebens? Das kann natürlich auch sein, dass sie aufgeben wollten. Es ist möglich. Also schon wirklich ein ganz schöner Drecksack hier. Der Wallhack, ich weiß nicht, wir hatten schon mal einen Wallhack-König oder hatten wir mal einen Wallhack-Meister? Bei ihm ist es auch schon extrem obvious, ne? Also da, ich glaube, obvious, da geht's gar nicht. Bam. Wahnsinn. Na okay, 62. Aber es könnte schon, ist er vielleicht der Wallhack-Prinz? Ein Wallhack-Prinz. Ich glaube, wir hatten jemanden, der war noch offensichtlicher am Wahlhacken als er. Also es sind noch zwei. Der eine ist da unten bei Stairs und der andere eben da. Oh, Tetris ist der von Stairs jetzt schon. Er ist halt nicht sonderlich gut, ne? Der Kerl hier. Klar, mit einem Wallhack kannst du halt jetzt wie die Situation unten in Underground, kannst du schön den Kopf an Aim zur Seite treten und dann eben den Headshot verteilen, ja? Da muss man nicht großartig gut für sein. Und man merkt, dass er sonst an seinem restlichen Movement und Play, dass er jetzt nicht allzu der Profi ist. Ne? Nicht so wie wir später wieder im Hustle Game, ja. Ich denke, dass wir jetzt zuerst wieder das High Game spielen. Seid nicht traurig deswegen. Erstens kommt natürlich alle ran. Na, ist klar, logisch. Erstens und zweitens, wir machen halt am Anfang meistens das High Game, also das High Rank Game, DMG bis Global, weil
nur am Anfang so viele High-Leute da sind. Später sind dann keine mehr da. Leute, die von Unranked, also Unranked Silber 1 bis DMG gehen oder eben bis Doppel-AK, da sind immer genug da für Spiele. Aber nur am Anfang haben wir die High-Leute da. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß nicht, warum die spät nicht mehr da sind, warum die so früh ins Bett gehen, keine Ahnung. Oder wahrscheinlich gerade, weil sie high sind, damit sie nämlich später noch selbst zocken können, verstehe ich? Um den Rank zu halten. So läuft es nämlich. Warum hat das Ziel nicht versucht, durch diese Kiste abzuknallen? Er hätte, glaube ich, Ziel noch killen können. Er hat ja eh den Warlock am Start, ne? Also, naja. Ist der eigentlich schon gegangen, oder was? Oh, guck mal. Hier, die Kollegen von ihm gehen auch. Die haben auch die Schnauze voll. Das Spiel wird dann eh nicht gewertet, ne? Also wenn ich jetzt hier den Warlock drücke und die restlichen Overwatch-Kollegen auch den Warlock drücken, dann ist das Spiel ja ungewertet, soweit ich weiß. Und ja, die merken, dass es ein No-Game ist. Das einzig Schlechte ist natürlich für sie trotzdem, dass sie diesen Bann bekommen, ne? Also, ich glaube, da kommt man logischerweise nicht drum rum. Wenn ihr einfach geht, habt ihr natürlich dann 30 Minuten Bann. Oder eben, ich weiß nicht, wie die Abstufungen dann sind. Ich bin, glaube ich, noch nie aus dem Spiel rausgegangen. Und ja. Doch, im Stream bin ich, glaube ich, einmal aus Versehen rausgegangen. Nee, ich hätte rausgehen müssen, aber hab's dann nicht gemacht. Da wollten wir ein Fury-Game machen und ich bin einfach solo reingecued und habe alles verrafft und dann haben alle geschrieben, du musst rausgehen, aber dann hätte ich ja 30 Minuten Bann gehabt, ich erinnere mich. Und dann habe ich es zu Ende gespielt, ja. Früher habe ich eh am Anfang ein Solo gespielt. Also regt euch mal nicht so auf, okay, Kinder, gut, gut. Was sagt ihr eigentlich zu diesen ganzen Fury-Games? Fury-Games sind ja an sich, darüber haben wir letztens im Stream gesprochen, eigentlich eher seltener bei anderen Streamern, gerade bei den ganz Großen, ne? Da ist ein Fury-Game ja was Besonderes. Da gibt es spezielle Tage oder spezielle Wochen, wo die das machen. Da gibt es dann Subgames, Subwars oder sonst was. Aber die meiste Zeit spielen die Leute alleine oder mit ihrem Team, je nachdem, was sie für ein Spiel spielen. Wie seht ihr das? Wir machen ja wirklich nur noch Fury-Games eigentlich. Ich weiß, dass wir früher, als ich mehr alleine gespielt habe, dass wir da deutlich bessere Zuschauerzahlen hatten. Ich weiß auch, dass ich sehr viele Leute gerade am Anfang... Oh mein Gott, was war das? Gerade am Anfang über die Fury-Games aufgeregt haben, weil es so lange dauert, bis was gefunden wird und ich natürlich nicht so entertaine, wie wenn ich alleine spiele. Aber die Fury-Games sind ja auch eine wichtige Schnittstelle für uns, damit wir eben zusammen spielen können, dass wir konnektieren können und sowas, ne? Was sagt ihr zu den Fury-Games? Ich bin da, ich sag mal, geteilter Meinung. Ich sehe nur eine Sache als negativ an bei den Fury-Games und das ist die, dass... Wenn es da mal andere Spiele gibt, wenn andere Spiele vermehrt in den Fokus treten, dann wird es so sein wie auf YouTube, dass ich natürlich eher alleine spiele, ne? Und das Entertainment, das Grauens dann raushaue, also natürlich on point bin, aber dass man halt dann nicht zwingend mitspielen kann. Und dann könnte man möglicherweise die paar Hanselins verlieren, die ausschließlich, ich wüsste keinen Namen, der nur wegen den Fury-Games da ist. Aber ich denke, es würde auf jeden Fall etwas negativer aufstoßen. Vielleicht, ich weiß es auch nicht. Die meisten sagen auch schon in diesem Bezug in den Streams, mir ist es scheißegal, ich will einfach deinen Stream sehen, egal was du machst. Was mich natürlich auch sehr freut. Das ist ja auch das, was ich erreichen will. Aber ja, was sagt ihr dazu? Und warum geht dieses Ding so lange? 8,5 Minuten. Wollt ihr mich gerade kaputt... wir haben noch Dinge gehabt. Warm-up bestimmt. Aber auch nur 30 Sekunden oder war das länger? Oder war das... Noch voll, war das eine Minute? Weiß ich nicht. Naja. Ja, was habt ihr dazu? Wie ist es für euch mit dem... Mit der ganzen Geschichte? Und übrigens... Oh, warte mal. Achso. Wie viel sind das jetzt noch? Es sind... Ach, der eine ist wieder zurückgekommen. Ich wollte gerade sagen, hä? Der Bot von denen ist wieder da. Also, der Mate von denen ist wieder da. Die anderen haben jetzt aber schon zwei Bots. Dann ist er doch nicht gegangen, weil er die Schnauze voll hatte, sondern wahrscheinlich einfach nur wegen Connection-Problems oder so. Möglich. So, mal gucken. Der letzte ist jetzt oben in der Parts. Lasst er den noch und denkt, dann ist es... Ist es dann fertig? Hallo? What the fuck? Leute? Ah, okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen. Ja, also ganz klar, Vision Assist. Ich denke, beim Rest war nichts da. Er hat am Anfang kurz einen Mate angeschossen, aber das werde ich mir jetzt nicht als Griefing anrechnen. Wer weiß, was da passiert ist. Also, das sah eher aus Versehen aus. Oder es war, denke ich, ein Shot, der aus Versehen reingegangen ist, obwohl ich mich jetzt auch nicht mehr genau an die Situation erinnern kann. Aber naja, der ist auf jeden Fall gebannt, ganz klar. Und es gibt für euch heute auch wieder einen Skin. Aber anstatt irgendwelche Skins rauszusuchen, sage ich ab jetzt einfach nur noch random Skin und dann suche ich einen raus. Ja, weil gerade in diesen ungeschnittenen Dingern mache ich dann auf und guck rum. Und wenn ich im Vorfeld keinen ausgesucht habe, dann mache ich so, deswegen gibt es für euch wieder einen random Skin zu gewinnen. Schreibt mir einfach, was schreibt ihr denn? Schreibt, ob ihr heute Abend in den Stream kommt.
oder eben nicht. Und ob ihr am Donnerstag ab 18 Uhr auch am Start seid oder eben nicht. Haut das raus, dann gibt es für einen von den ganzen Leuten, die das geschrieben haben, einen Skinnerino. Vielen, vielen Dank. Denkt dran, jetzt ist Livestream. Danke. Ich bedanke mich immer so viel. Aber egal, ich bin halt jemand, der dankenswert ist. Danke. Vielen Dank, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Wo ist der Knopf? Hier.